Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, ich kann sein, dass ich so ein bisschen außer Atem bin und so ein bisschen kaputt bin, weil ich die letzten Tage, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt auf Insta, letzte Woche kam mir kein Video online, ich habe mir den Magen verdorben und habe sehr viel im Bett gelegen und über der Schüssel. Das war nicht so lecker. Mir geht es auch noch nicht 100% gut, mir wird ab und zu noch heiß. Das Leben muss ja auch irgendwann weitergehen, ne? Ich habe heute einiges vor, ich zeige euch eine H&M-Bestellung. Plus, ich fahre noch zu meiner Mama. Meine Schwester hat nämlich am Wochenende Geburtstag. Und ich dachte, ich fahre schon mal vor. Mein Mann kommt dann nach. Der muss noch ein bisschen arbeiten und kommt dann die Tage nach. Und ja, ich habe so ein paar Sachen bestellt. Dachte, ich zeige sie euch. Was ganz cool ist, auch beim Mango. Ich habe sehr viele Bikinis auch bestellt von ASOS, Pretty Little Thing. Ich muss wirklich sagen, mir hat ein einziger gepasst und der auch nur gerade so. Also Pretty Little Thing fällt schon mini aus, finde ich irgendwie. Und die Qualität ist bei denen, die gut waren, nicht wirklich gut. Also die waren so leicht transparent und sahen so ein bisschen billow aus. Aber ja, ich habe hier übrigens auch noch eine Bestellung von H&M Home. Die Vase war endlich wieder erhältlich. Ich weiß nicht, wo ich sie hinstellen soll, aber ja, jetzt steht sie hier und ich finde diese Farbe und diese Noppen und so richtig, richtig hübsch. Ja, das leichte Mini-Chaos. Guck mal, die habe ich von meinem Mann bekommen, als ich krank geworden bin. Richtig süß. Tada. Die wunderschöne Vase ist von Oluilu. Und da stehen diese wunderschönen Blumen drin. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Teile von Mango. So ein schönes gestreiftes Shirt, so weiß-rosa. Und dann so ein schönes herbstliches Strickkleid. Dann wollte ich gerade dieses Satinkleid anprobieren. Das ist jetzt der einzige Bikini, der mir noch gepasst hat. Die Hose. Ich habe immer das Problem, dass das Körbchen zu klein ist. Und wenn ich es größer nehme, dass es dann hier zu groß ist. Also im Umfang. Das ist ein bisschen doof, aber naja, egal. Und einen behalte ich auch noch. Das ist so ein Balkonett von H&M. Ich glaube, der hat 6 oder 7 Euro gekostet, aber sehr, sehr schön. Ich finde die Qualität mega. Muss mal gucken, ob ich noch die passende Hose dazu finde. Die gab es nämlich damals nicht. Aber jetzt probiere ich mal dieses Kleid hier an. Bleib auch ungeschminkt. Ich habe hier einen schönen Oschi bekommen. Gerade noch meine Haare gewaschen und geföhnt. Und habe einen Dyson-Aufsatz bekommen von Dyson für meine Mama. Den bringe ich ihr noch mit. Da wollte ich Zahnbürstenköpfe mitnehmen. Eine Tasche für Lara. Ich habe für Lara ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Mein Mann und ich. Und meine Schwester. Und ich weiß nicht, wer da noch alles zusammenlegt. Aber wir haben ihr ein MacBook Pro gekauft. Sie studiert ja jetzt im zweiten Semester. There you go. Das ist ein tolles Geschenk. Damit kann sie sehr viel machen, auch unterwegs machen. Und ja, ich habe jetzt denselben geholt, den ich auch habe. Kleid Nummer 1. Ist so ein Satinkleid. Ich weiß es nicht, oder? Tekotos. Es ist halt sehr angenehm, so vom Stoff. Obwohl es hier oben so ein bisschen drücken tut es nicht. Aber es engt mich so ein bisschen ein. Ist so ein bisschen besser einschätzend, wenn man sich so geschminkt hat. Und ich bin irgendwie so ein bisschen noch so kränklich. Ich wollte ihn gerade nach seiner Meinung fragen. Naja. Okay, also ich werde es nicht behalten, weil es ist nichts, was mich jetzt so voll umgehauen hat oder so. Deswegen werde ich es wieder einpacken und wegschicken. Okay, ich habe hier eine Bluse, aber das sah auf dem Bild anders aus. Der Fall war hier schöner. Ja, ansonsten hat sie echt einen schönen Stoff. Der ist sehr, sehr leicht. Der ist zwar transparent, aber das stört mich jetzt nicht so, weil da ziehe ich dann einfach was runter. Aber das hier sieht irgendwie seltsam aus. Sah anders aus auf dem Foto. Dann dieses Outfit. Das ist einmal so ein, wie nennt man das? Plissiert? Ich weiß nicht. Ein wunderschöner gelber Rock. Wirklich sehr, sehr hübsch. Allerdings ist er mir hier hinten zu kurz. Ich kann den auch nicht tiefer tragen. Da würde der mir nicht mehr zugehen. Man könnte theoretisch eine Radlerhose anziehen, aber ich finde, das ist schon so ein bisschen, also der ist so, wenn ich mich jetzt irgendwie bücke, dann sieht man schon meinen Hintern. Das mag ich nicht so gerne. Dann haben wir dieses Oberteil hier noch. Ja, eigentlich ganz süß. Wahrscheinlich ist es einfach gerade falsch kombiniert. Eigentlich ganz süß. So durchsichtig mit diesen Noppen. Ne? Ich habe jetzt einfach einen Top drunter gezogen. Es haut mich auch nicht um. Also die beiden Teile gehen auch zurück. Ich habe da, wie gesagt, einfach einen Top drunter gezogen. Ansonsten ist es nämlich wirklich komplett transparent. Auch schön mit so einem Bustier oder so, wenn man das so tragen will. Aber es ist mir auch so ein kleines bisschen noch zu eng. Ja, aber den Rock finde ich eigentlich echt schön, wenn der nicht so kurz, wenn der so ein Mini-Tick länger wäre. Weil der steht nämlich hinten, wenn der so hinten ein bisschen länger wäre nur. Also ich mag das nicht, wenn ich mich dann bücke und dann fühle ich mich so, oder eine Treppe hochgehe, dann fühle ich mich einfach so exposed. Mag ich nicht so gerne. Ja, das nächste Teil ist eigentlich hübsch. Eigentlich. Aber wie ihr seht, ist es komplett transparent. Also man sieht einfach alles durch.
kann ich näher drauf eingehen. Es ist eigentlich ein schöner Overall, aber tatsächlich gerade hier unten in dem Bereich einfach komplett transparent. Also, und ich habe so eine nudefarbene Unterhose an, die eigentlich relativ meinem Hautton entspricht. Ja, aber man sieht sie einfach, also man sieht auch das Etikett und so. Schade, weil das eigentlich ein cooler Overall ist. Einfach so eine Crossbody-Bag, Boots. Sieht es halt schon ganz lässig und so ganz cool aus, aber no. Da haben wir doch noch einen Teil gefunden aus der Bestellung, die mir ganz gut, das mir ganz gut gefällt. Und zwar ist es so ein rosanes Hemd, mit so rosanen Knopfleisten. Sitzt wirklich sehr, sehr schön. Ich bestelle mich hier hin, weil ich jetzt keine passende Hose dazu an habe. Aber wirklich sehr schön. Ich glaube, das war auch im Sale. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verlinke euch die Teile, falls sie noch erhältlich sind. Ja, ich meine, das gab es auch noch in anderen Farben und das ist richtig schön. Ich freue mich, das zu waschen, zu bügeln und anzuziehen. I like. Und ich glaube, es ist zum Beispiel auch cool, offen getragen. Und dann so ein, okay, damit nicht, aber vielleicht so ein offen und dann wäre es weißes Shirt oder so. Auch cool. Als nächstes dieses Kleid. Ich finde es so schön, aber es ist leider zu groß. Hier hinten, es müsste so ein bisschen enger gemacht werden. Und ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht finde ich das noch eine Nummer kleiner. Aber ansonsten wirklich ein sehr, sehr süßes Kleid. Also vielleicht einen Ticken kleiner nehmen. Was habe ich denn für eine Größe? Ich habe eine M bestellt. Also ein bis zwei Nummern kleiner könnte man schon nehmen. Und dann wäre es super süß. Sehr, sehr schön. Ganz, ganz leicht transparent. Leider. Auch wieder so ein Problem. Das kommt leider auch zurück. Das hier habe ich auch im Sale gefunden. Ich werde das behalten. Ich finde das richtig schön. Es hat so ein bisschen Ibiza oder Kreta, so Griechenland-Vibes, Spanien-Vibes, so Urlaubsding irgendwie. Aber auch so mit vielleicht ein paar coolen High Heels. Sehr schön. Was ich ganz cool finde, warum ich so lachen muss, ist, der Reißverschluss ist an so einem langen Ding befestigt. Das heißt, man kriegt dieses Kleid voll leicht alleine zu. Was sehr praktisch ist. Der Stoff ist auch nicht durchsichtig. Oh Wunder bei meiner Bestellung. Dann das hier. Auch ein sehr schönes Kleid. Es ist ein bisschen besonders auch. Übrigens, da liegt nur eine Hose, keine Unterhose, falls ihr euch wundert. Es ist so ein bisschen flatterig. Ich weiß nicht, ich mag das, so wie es sitzt und wie es so fliegt. Und diese ganzen Bänder hier, finde ich eigentlich ganz cool. Es hat halt so Attention auf dem Bauch, aber ist jetzt für mich nicht so schlimm. Man könnte das Ganze auch aufmachen und hinten rumzumachen. Könnte man auch, kann ich mal kurz machen. Oder man lässt es halt ganz auf, auch süß. Oder man zieht es so an. Also ich habe es jetzt einfach hinten zugeknotet. Und es ist hinten ein bisschen länger. Also auch ein sehr schönes Kleid. Gefällt mir sehr gut. Werde ich behalten. Dann haben wir das hier. Also ich glaube, ich filme euch das mal lieber so ab. Sieht man das dann besser? Es ist nur leider ein minimal bisschen kurz. So eine Länge, die ist so ein bisschen kritisch. Wenn das noch so 5 cm wären, wäre das für mich ideal. Aber das ist auch wieder so ein Ding, wenn man sich irgendwie so ein bisschen bückt oder so. Aber es fällt sehr schön. Aber ich habe genug schwarze Kleider, die meiner Wunschlänge entsprechen, die so ein bisschen länger sind, dass ich mich nicht so exposed fühle halt. Und deswegen wird es zurückgehen. Aber vielleicht für kleinere Mädels oder für die, die sich halt einfach darin wohlfühlen, ist wirklich ein schönes, angenehmes Kleid. Natürlich, das muss jetzt mal gebügelt werden, aber es ist sehr schmeichelnd irgendwie. Da ist es ein wirklich sehr schönes Kleid. Ich finde den Ausschnitt für ein bisschen tief. Ich werde den, glaube ich, wahrscheinlich mit so einem Top oder sowas so unterkombinieren, dieses Kleid. Es ist so ein bisschen samtig. Sieht man das? Es ist so ein bisschen glänzend, der Stoff. Fällt so asymmetrisch unten. Also schön, ist sehr angenehm, so im Tragegefühl. Wie gesagt, es ist a little bit. Ich bin nur am Meckern, ich weiß, ne? Ich zeige euch das mal so. Ist schon sehr, sieht sehr schön aus. Der Stoff sieht auch sehr elegant aus. Ich habe jetzt mal das Strickkleid von Mango angezogen. Ist wirklich ein ganz simples Strickkleid, also sehr easy. Aber ich habe noch Schleppen von H&M, die ich ganz cool finde. Die habe ich gesehen, sind auch im Sale. Ich hoffe, eure Größe ist dabei. Die sind sehr, sehr bequem, sehen auch sehr hochwertig aus. Und ich glaube, die gab es auch in so einem Fuchsia auch. Sehr, sehr schön. Also haben so ein bisschen diesen Bottega-Style. Finde ich sehr hübsch. Los, ich habe mich noch für diesen Badeanzug hier entschieden. Der ist auch echt süß. Der hat so einen relativ tiefen Ausschnitt, aber der hat hier oben so Schleifen, richtig süß. Und dann in so einem, ja, blau-weiß gestreift. Sehr, sehr schön. So, ich habe jetzt meine Haare drüber gelegt, weil es
tatsächlich ein Kleid für den Urlaub ist. Also ich würde das, oder für den Strand, aber es ist sehr tief. Es hat hier so einen Metallring und ich würde sowas jetzt nicht fürs Internet anziehen. Aber vielleicht bestelle ich es auch eine Nummer größer. Ich weiß nicht, ob es dann zu groß ist an der Taille. Vielleicht bestelle ich es einfach mal in der Nummer größer. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Kleid. Hat halt auch eine wunderschöne Farbe. Nochmal eins in diesem schönen Blau. Es ist aber kein Satin oder so, sondern es ist wirklich wie so Leinen. Also es ist richtig dick. Und es ist so ein bisschen wie so ein Milchmädchenkleid. Voll süß. Ich weiß nicht, warum meine Kamera dauernd dunkel wird. Allerdings, also ich finde es schön. Ich mag das, wird das behalten. Da fühle ich mich auch jetzt nicht so offen wie in dem anderen. Aber das andere ist ein bisschen eleganter. Also ich werde das, glaube ich, in M behalten. Das gibt es nämlich gerade aktuell gar nicht. Ich werde mein S zurückschicken, falls jemand von euch das haben möchte. Aber da steht auf jeden Fall Coming Soon. Ich glaube, das war sehr, sehr, sehr beliebtes Teil. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das hier... Was sagt ihr? Eine wirklich schöne Kombi. Dieses Strickoberteil hier. Das gehört jetzt nicht zusammen, aber ich finde die Farben sehr, sehr schön zusammen. Das ist so ein wirklich sehr weicher Stoff. Und die Knöpfe sind auch so aus Stoff, auch sehr süß gemacht. Ich würde es jetzt irgendwie so reinstecken oder einfach nur so hochkrempeln oder einen Top drunter ziehen oder binden, wie auch immer. Aber zu diesem Wickelrock auch sehr, sehr süß. Einfach so ein karierter, sehr entspannter, lässiger Wickelrock. Gefällt mir sehr gut. Ich habe hier zum Beispiel einmal das Oberteil von Mango an und dann diese Strickjacke von Zara drüber. Voll süß, oder diese Rosatöne. Habe ich nicht so viel im Schrank, deswegen habe ich mich so für Rosa entschieden. Aber ich muss wirklich sagen, die Strickjacke hat eine tolle Qualität. Die ist sehr weich und sehr hochwertig. Wie süß ist dieses Outfit? Ich habe mir diesen Rock auch bei Zara bestellt. Das ist so ein, gehäkelter Rock. Voll süß, oder? Richtig schön. Ich habe mir jetzt mal das oben einfach angelassen und ich hatte auch noch diese Tasche hier bestellt. Ich habe sie mir allerdings ein bisschen größer vorgestellt. Aber auch so süß. Sehr, sehr süß. Ich glaube, die Tasche schicke ich zurück, aber den Rock, den behalte ich. Der ist richtig süß. Jetzt auch dieses Kleid hier angezogen, aber das ist so tief ausgeschnitten, dass ich euch das nicht mal zeigen kann. Wirklich sehr, sehr tief. Also es hat kaum gehalten. Ja, das kommt leider auch zurück. Ha, man sieht, ich bin bei meinen Eltern angekommen. Was ihr nicht seht, ist, es ist schon Freitag. Dienstags bin ich hierhin gefahren, aber mir ging es dann wieder super schlecht. Ich habe dann irgendwas gegessen, es kam dann wieder hoch. Alles, was ich gegessen habe, kam wieder raus. Und es war wirklich, wirklich nicht angenehm. Und heute ist so der erste Tag. Gestern Abend ging es schon, an dem es mir so ein bisschen besser ging. Und bin gespannt, ob das jetzt so bleibt. Wir haben übrigens überlegt, ob wir am Samstag in den Europapark fahren. Allerdings regnet es. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden und haben gesagt, okay, wir fahren dann, wenn das Wetter gut ist, vielleicht so im Herbst. Es ist auch schon der Herbst da. Wir fliegen zwar nächste Woche in den Urlaub, manchmal noch nicht, aber wir fliegen nochmal so das letzte Mal in die Sonne. Aber ich habe schon echt, ehrlich gesagt, Bock auf den Herbst. Also ich habe die ganze Zeit irgendwie auf den Sommer gewartet, dass es nochmal heiß wird, dass man nochmal rauslegen kann in den Garten. Ich hatte hier extra Liegen gekauft und ja, das war ein Satz mit X, weil der Sommer kam und kam ja nicht, wie wir alle gemerkt haben. Ich glaube, im Osten war es noch besser als weiter unten im Süden und Westen und so weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwie so kam es mir vor. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach auf den Herbst. Denke mir so, ist doch auch Latte. Wir müssen noch den Geburtstagskuchen meiner Schwester backen. Aber jetzt bin ich gerade so ausgepowert. Ein bisschen zu viel Schatz. Ja, 17 Gramm zu viel Zucker. Soll ich rausnehmen? Nein. So, die Ladies haben jetzt noch Abendbrot gemacht, gell? Hier. Gezaubert. Und hier noch. Und hier. Schöner Schwarzwald. Abendbrot, gell? Hier mit Originalfleisch. Und das sind hier diese Veggie-Würstchen. Und da ist der Kuchen, der fertige für Laras Geburtstag morgen. Das ist ein Brownie-Käsekuchen. Ja, hoffe, der schmeckt. Guten Morgen zum Geburtstagstag. Ich verstehe diese Kamera nicht und warum sie einfach immer unscharf wird. Ich check das nicht. Ich habe meine Haare gewaschen, geduscht, mich geschminkt. Meine Mama hat Frühstück gemacht. Wie kann man das so süß machen? Schön, das ist tada! So süß. Und hier sind Actimels und Brötchen hat mein Schwager mitgebracht. Und ich habe so Hunger. So Hunger, wenn die nicht gleich kommen, dann muss ich leider alleine essen. Day to you. Was verpasst du? Von 1 bis 10 ist so peinlich. Ja, Geburtstagsdings sind immer peinlich. Das muss sein, immer so ein bisschen peinlich. Ich auch. Happy Birthday to you. Lecker Kuchen. Was ist cooler, dein Geschenk oder der Kuchen, sei ehrlich? Ich weiß nicht. Die sind
Geschenk ist schon sehr lecker. Diese Geschenk ist sehr lecker. Bertie. Good morning. Happy Sunday. Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, Baby Sue hat eine kleine Levi's Hose an. Ich kann nicht mehr. Und so kleine rosa Socken. Und ja, was ist das denn? Das ist Bar. Das ist Bar. Kleine Baby Sue. Sieht aus wie ein Handy. Ui, ui, ui. Good morning. Good morning, Didi. Morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Happy Sonntag. Ich bin heute Morgen mit einem Pickel auf meinem Hals aufgewacht. Schatz, hast du den gesehen? Oh, nett. Ja. Guck mal. Einfach so. Damit du dich noch heimischer fühlst. So, wir haben jetzt gegessen und hier ist relativ viel los. Deswegen werde ich jetzt den Vlog beenden. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag. Ich weiß, ich muss wieder in diesen Vlog-Game reinkommen. Ich war ja ein bisschen krank, aber ich glaube, ich werde bald wieder zwei machen. Ich bin nicht ganz sicher. Wir überlegen uns das, aber ich glaube, ich habe wieder Lust so zu vloggen, weil auch Lara bald meine Videos schneidet. Das ist ganz cool. Bin ich so ein bisschen mehr... Die haben sich gerade gefragt, mit wem ich rede. Aber ja, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn ich so ein bisschen wieder so den Alltag vlogge und so, ne? Ich will auch zu Hause so ein paar Sachen machen. Und ja, naja, wir reden das nächste Mal drüber, hier ist viel zu laut. Bye, bye. Bye, bye.